Russland sowie Amerikaner, aber auch Franzosen, Engländer, sie wollen alle diese Daten nicht veröffentlichen. Einfach deswegen, weil sie befürchten, sie möchten dabei nicht irgendwie gefährdet sehen, dass sie ihre atomare Politik fortsetzen können. Im Grunde diese Atomkraftwerke sind so zu verstehen auf dem verlängerten Weg nach dieser Atombombenentwicklung. Beziehungsweise diese ganz großen Länder, sie sind natürlich dazu gekommen, neben diesen Entwicklungen mit ihren Atombomben auch noch zusätzlich Atomenergie sozusagen zum anderen Zweck zu benutzen. Und dabei sind sie zu diesen Gedanken gekommen, praktisch diese Atomenergie zu nutzen, um Strom zu erzeugen. Und zwar, sie haben dabei einen folgenden großen Vorteil gesehen. Nämlich derjenige, der Atomenergie forscht und Atomkraftwerke dabei entwickelt und betreibt, dann hat man folgenden Vorteil. Nämlich derjenige, der Atomkraftwerke entwickelt und betreiben will, der muss ungeheuer massives Kapital besitzen. Denn Windkraftwerke zu bauen, das kann eigentlich auch mittelständische Unternehmen. Aber Atomkraftwerke zu bauen bzw. betreiben, dazu braucht man ja ungeheuer massives Kapital, und das kann entweder ein Staat, ein größerer Staat, oder auch ganz große Energiekonzerne oder Stromkonzerne. Das heißt mit anderen Worten, derjenige, der diese Atomkraftwerke betreibt, der kann sicher davon ausgehen, er hat gar keine Konkurrenten im Grunde genommen. Er kann praktisch diese Energiepolitik fast alleine beherrschen, und so sind natürlich aus diesem Grunde sind die bestimmten Gruppen interessiert, unbedingt diese Atomkraftwerke voranzutreiben. Und das typische Beispiel ist es in Japan. Nämlich, ich muss Ihnen ganz kurz erklären, wie in Japan entstand diese Geschichte. In Deutschland wird Politik ziemlich so in Länderebenen betrieben, aber beispielsweise in England oder in Frankreich sieht es ähnlich aus wie bei uns in Japan. Nämlich in unserem Land in Japan haben die sogenannten Eliten, Staatsbeamten, ungeheuer wichtige Rolle. Also diese Elite-Staatsbeamten, die von bestimmten Universitäten kommen und die diese Staatsprüfungen für Ministerien bestanden haben, sie bekommen sozusagen die Fahrkarte für die bestimmte Positionen und in den Ministerien. Und wenn sie soweit sind, als Staatsbeamten in diesen Ministerien, sie haben dermaßen gewaltige Macht, sie können praktisch alle Sachen unter eigener Regie treiben. Also da können also praktisch unsere Staatsbeamten in Japan alles erreichen, und wenn diese Staatsbeamten praktisch pensioniert werden, bekommen immer fast automatisch sozusagen Direktorposten von großen Konzernen, und sie gehen dann in diese Konzerne und sie also genießen praktisch diese Zeit als Direktoren, und zwar meistens so 5 Jahre, 10 Jahre. Und während dieser Zeit machen sie nichts anderes als sozusagen Vermittlerrolle. Nämlich diese Beamten, diese pensionierten Beamten sozusagen, die vermitteln das ganze Geschäftsinteresse von den Konzernen, wo sie jetzt als Direktoren sitzen, zu die
Bundeswehr tätig war. Und zwar jetzt sitzen praktisch ihre Nachfolger, praktisch die jüngeren Staatsbeamten, in ihren früheren Positionen, und sie hören natürlich genau das, was diese sozusagen pensionierten Staatsbeamten sagen, weil diese Staatsbeamten genau wissen in den Ministerien, wenn sie jetzt Gefallen tun und alles machen, was diese pensionierten Beamten sozusagen sagen, für das Interesse des Konzerns, und dann können sie garantiert wieder nach einer Weile, wenn sie auch pensioniert werden, dann bekommen sie genauso diese traumhafte Positionen sozusagen, dann verdienen sie ja so viel Geld, was sie früher die ganze Zeit als Staatsbeamten verdient haben. Da verdienen sie ja praktisch innerhalb von 5 oder 10 Jahren. Für diese großen Konzerne lohnt es sich dennoch, diese Staatsbeamten nach der Pensionierung einzuladen zu diesen dicken Direktorpositionen, wie gesagt, weil sie das ganze Interesse des Konzerns in der Weise vermitteln zu diesen japanischen Ministerien, die dazu zuständig sind, und praktisch diese Konzerne haben freie Fahrt. Und daher, das sind also gewisserweise einander helfen Verhältnisse. Die regierenden Politiker natürlich, die machen natürlich diese Sache auch mit, ganz klar. Diese regierenden Politiker sozusagen versuchen auch, alles zu realisieren, das als Wunsch geäußert wird von diesen Konzernen. Warum? Das ist ganz einfach. Diese regierenden Politiker bekommen Gegenleistung von diesen Konzernen. Da brauche ich hier nicht weiter zu sagen. Es muss auch Ähnliches in anderen Ländern auch so laufen. Was ich aber damit sagen möchte, bei uns speziell diese Staatsbeamten spielen dabei große Rolle. Und diese drei Interessengruppen, die haben immer wieder schon seit 100 Jahren, das heißt fast seit Ende der Samurai-Zeit in Japan, sie haben immer wieder dieses Dreierbündnis gegründet, und diese drei Gruppen vertreten praktisch ihr gemeinsames machtpolitisches und wirtschaftliches Interesses, und dafür sind sie bereit, alles zu tun, und dabei spielt das Leben ihres eigenen Volkes kaum die Rolle. Das ist leider die Wahrheit, die ganze Wahrheit. Und das hat sich diesmal in Fukushima auch ganz deutlich gezeigt. Und die Situation sieht praktisch so aus, dass zum Beispiel zigtausend Japaner wohnen immer noch in diesen gefährlichen Zonen in Fukushima, und die Regierungsseite und auch diese Atomlobbyisten und diese Staatsbeamten, sie versuchen ja alles herunterzuspielen, also es ist nicht so gefährlich, also ihr könnt weiterleben und so weiter, und interessanterweise, die Ärzte, die dort zig Jahre lang, oder es ist übertrieben, aber ganz lange Jahre dort praktisch in Fukushima gearbeitet haben, diese Ärzte sind nach einer dem anderen das Land verlassen, umgezogen mit Familien. Es ist ganz klar, die Ärzte in Fukushima waren auch Wissenschaftler, sie wussten ganz genau, wie gefährlich diese atomare Strahlung ist, und für sie sind natürlich auf erster Linie ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Familien viel wichtiger, und die Ärzte sind deswegen zum großen Teil weggeflogen, und jetzt beherrscht in diesem ganzen Gebiet großer Mangel an Ärzten. Die Regierungsleute wissen all das, aber die Leute können schließlich die Ärzte nicht zwingen, dazu zurückzukehren. Ein weiteres Beispiel, zum Beispiel die Ärzte im Westjapan haben in Kooperation mit einer Bürgerinitiative 130 Kinder, die in Fukushima
Menschen mit Brunnen körperlich untersucht. Und zwar in August, das heißt also 5 Jahre nach dieser Katastrophe. Also 5 Jahre später nach dieser Katastrophe. Und von diesen körperlich untersuchten 130 Kindern sind bereits 10 Kinder, an den 10 Kindern von diesen 130 Kindern festgestellt, eine deutliche Schilddrüsenänderungen. Die Ärzte, die untersucht haben, haben ein Statement veröffentlicht, in dem sie gesagt haben, diese Erscheinungen sind sehr ernsthaft, aber wir können noch nicht endgültig sagen, dass ein klarer Zusammenhang besteht zwischen diesen Schilddrüsenänderungen an den Kindern und diesem Super-GAU in Fukushima. Aber was für ein Unsinn! Klar besteht großer Verdacht zwischen diesen beiden Sachen und interessanterweise so, dass diese Ärzte, die das gesagt haben, das Statement veröffentlicht haben, sie wissen das auch, sie wollen eigentlich weiter sagen, weiter von der Wahrheit erzählen, was sie eigentlich sagen wollen, aber das wollen sie nicht. Ganz einfach aus dem Grunde, wenn sie das sagen würden, also so weiter, noch weiter gewagt hätten, dann hätten sie mit ziemlicher Sicherheit ihre Position verloren, ihre Arztposition in Uniklinik, und darüber hinaus hätten sie logischerweise verloren das Geld für ihre Forschungen. Denn diese Forschungsgelder werden ausgegeben von dem Ministerium, Wissenschaftsministerium in Japan. Und es ist ja so, diese Elite-Staatsbeamten bei uns in Japan sind alle in einem Topf und sie helfen einander und sie sind im Grunde genommen alle für diese atomare Politik, weil sie eben, wie gesagt, aus dieser Politik sehr viel eigenen Vorteil haben. Ne? Und im Grunde, deswegen konnten diese Ärzte, die diese Kinder untersucht haben, nichts anders reagieren. Sie haben sozusagen Andeutung gemacht oder machen wollen, bitte, wir haben soweit gesagt, aber eigentlich, was wir noch weiter sagen wollen, das müssen Sie andeutungsweise ablesen von unseren Verhaltensweisen, so ungefähr. Ja, und ich wohne in Tokio, zum Beispiel, wenn ich zu einem Supermarkt gehe, dann sind nach wie vor Lebensmittel auch angeboten aus diesem gefährlichen Gebiet. Natürlich auch aus anderen Gebieten, aber auch aus diesem gefährlichen Gebiet. Und ich habe mal auch probeweise gefragt bei dem Verkäufer, ja, weißt du, ob dieses Gemüse oder diese Gurken oder Tomaten vielleicht gefährlich sind, oder meinst du, dass diese wirklich sicher sind? Dann hat er mir vorwurfsvoll gesagt, natürlich sicher, wir verkaufen nur sichere Gemüse und so weiter, ja. Und da habe ich ja gefragt, ja, wieso kannst du so sicher sagen? Ja, wieso? Bist du ja... Also, dann hat er noch vorwurfsvoller mir zugeschaut und gesagt, als ob er sagen wollte, bist du Japaner, möchtest du nicht diesen Leuten